Zugegeben, das Wetter hätte besser sein können bei der Eröffnung des neuen Highlights im Freizeitparadies St. Engelmar. Doch davon ließen sich die Verantwortlichen nicht unterkriegen und toben sich just nach dem offiziellen Teil auf der Motorikwiese an den Trainingsgeräten aus. Ich habe gedacht, das ist nur ganz einfach für die Kinder, weil ich mir selber alles durchgegangen oder fast alles durchgegangen habe. Also es hat wirklich Schwierigkeitsgrad drin, ist wirklich Herausforderung für Jung und Alt. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so unterschiedlich ist und die Anforderungen sind wirklich nicht schlecht. Also es gibt, ist sehr abwechslungsreich, also macht wirklich Spaß und ich habe wirklich da viel, viel Vergnügen gehabt, die einzelnen Stationen zu bewältigen. Ja, man ist da wirklich gefordert und diese Bewegung ist ja absolut im Trend. Ich denke, man sollte sich insgesamt wesentlich mehr bewegen und da kann man spielerisch machen und da macht es auch viel mehr Spaß. Die neue Motorikwiese am Egidi-Buckel ist ein nach Sport- und trainingswissenschaftlichen Überlegungen entwickeltes Bewegungsparadies. Genau genommen also ein Trainingsgelände und kein Spielplatz. Die Nutzung des 2000 Quadratmeter großen Areals ist für alle Besucher trotz einem Investitionsvolumen von 200.000 Euro kostenlos. Die Idee stammt aus Österreich. Geschäftsführer Franz Bündel ist bei einem Ausflug in die Steiermark auf das Konzept aufmerksam geworden und hat es nun in seinen Freizeitpark integriert. Na, wir haben 10 Stationen, haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, also ganz leichte Sachen balancieren oder durch Slalomstangen durchbalancieren. Dann haben wir so ein Wasserskihaus, da hängt man an einem Seil und klettert um das Haus rum. Kitesurf-Simulator, da ist ein Erdwall aufgeschüttet und da läuft man rundum und umso schneller, dass man läuft, dann hebt man schon langsam vom Boden ab und schwebt man rundum. Dann haben wir so Strecken dabei, wo man balancieren muss und einen Ball in einen Parcours einbringen. Und ja, dann haben wir für die Kleinen, wo es dabei ist, Gehirnbastelstube, wo man einfach verschiedene Bewegungen mit den zwei Händen macht. Und eben diese Highlights wollen wir natürlich selbst einmal testen. Unser sportlicher Praktikant Stefan hat sich deshalb an die Trainingsgeräte gewagt. Los ging's mit dem Wasserskihaus. Die Schwierigkeit dabei ist halt, dass man die Spannung an die Hände am Griff halt hat. Und dass man aber gleichzeitig auch mit den Beinen an dem Haus dran bleibt. Und wenn man rundum geht, muss man halt immer auf beides konzentrieren, damit man am Haus dran bleibt. Jetzt bin ich im Wackellabyrinth und die Aufgabe ist es, einen Ball durch das Labyrinth zu führen, indem dass man quasi auf der Plattform balanciert und so den Ball bewegen kann. Man hat zwei Beine, das heißt, man kann nur in zwei Richtungen das Gewicht verlagern, doch der Ball mal in alle Richtungen. Also, Sie sehen, alles gar nicht so einfach. Doch trotz des windigen und regnerischen Wetters ein Riesenspaß.